Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Episode meines Podcasts Herzgeflüster. Lebe deinen Traum, wie du in ein erfülltes Leben findest und deinen Weg erfolgreich gehst. In meinem Podcast stelle ich die Menschen vor, die ihrem Herzen gefolgt sind und heute ihren Traum leben. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie du es schaffst, deiner Berufung zu folgen, welche Hindernisse sich in den Weg stellen können und wie du konsequent ohne Umwege dein Ziel verfolgst. Ich freue mich, heute Shalia Stevens begrüßen zu dürfen. Shalia, sei doch so nett und stell dich bitte einmal selbst vor. So, hallo Iris und danke, dass du mich eingeladen hast heute. Mein Name ist Shalia Stevens-Wrissig. Ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com, wo wir Experten und Solo-Unternehmer beibringen, wie sie sich auf dem Markt positionieren, mehr Kunden gewinnen und ihr Business online bringen. Ich bin Amerikanerin. Ich lebe seit schon über 20 Jahren in Deutschland. Und ja, mache mein Geschäft seit in etwa, selbstständig habe ich mich gemacht in 2008 offiziell. Okay, dann steigen wir doch mal in das Interview ein. Danke recht herzlich, Shalia. Was hat dich denn veranlasst, in diese Selbstständigkeit, in das Online-Business zu gehen? Also, ich komme ursprünglich aus der Werbung. Also ich war 14 Jahre lang als Konzeptionerin und strategische Planerin tätig in Agenturen in Deutschland. Und ich habe einerseits meinen Job total geliebt und andererseits auch gehasst, weil so kreativ ich tätig sein konnte und so spannend die ganzen Kunden waren und die Aufgaben. Und ich bin auch um die Welt gereist, von Tokio nach New York und Chicago und zurück für meine Kunden. Es war eine schöne Zeit und andererseits, es war eine sehr stressige Zeit. Ich habe es jedenfalls so empfunden. Und Iris, du und ich, wir haben schon mal uns selber persönlich darüber ausgetauscht. Ich habe in diesen 14 Jahren einmal ein Burnout erlitten. Es war einfach in dem Umfeld einen sehr hohen Leistungsdruck. Ich habe mir auch selber sehr viel Leistungsdruck gemacht, weil ich da einen sehr hohen Anspruch hatte an mich selbst. Und ich hatte die Idee, ich möchte da rausgehen. Und ich habe mich allerdings nicht getraut, mein Herz zu folgen und da rauszugehen. Ich habe gespürt, es ist nicht für mich gut. Ich habe das gesundheitlich gespürt. Und der letztendliche Auslöser war eine Dreijahresperiode von wirklich Schicksalsschlägen. Meine Mutter ist plötzlich gestorben mit 52 Jahren. Also sie hatte ein unerwartetes Herzinfarkt. Und 3 Jahre später ist mein Bruder gestorben in Afghanistan. Und er war dort hinübergegangen oder hat sich zum Dienst überhaupt angemeldet, obwohl er sein Studium abgeschlossen hatte und eigentlich einen Weg als Journalist vor sich hatte, weil er war dabei, als meine Mutter da war, in dieser Situation, und er konnte ihr nicht helfen und er hatte irrsinnige Schuldgefühle. Und er hat sich, glaube ich, einen Weg gesucht, er hat es auch ausgesprochen, er wollte anderen helfen, er wollte im Dienst stehen. Und er hat sich zum Militär gemeldet als Rettungssanitäter, das hat er dort gelernt. Und er ist kurz nach seiner Entsendung, also es waren keine 2 Monate, glaube ich, da ist er schon von einer Straßenbombe erwischt worden, in einem Konvoi. Also sie waren auf eine, täglich auf diese gefährlichen Straßen einfach im Einsatz unterwegs. Und er ist einfach da ums Leben gekommen. Und er war 28 Jahre alt. Und ich kann mich erinnern, wie das passiert ist. Es war einfach die letzte Instanz von einer Kette von Ereignissen. Dazwischen war noch viel mehr, das würde aber viel weit diesen Rahmen springen, wo ich dann gemerkt habe, neben dieser Trauer, neben diesem Schock, den ich gespürt habe, war auch in mir plötzlich ein Erwachen. Ein Erwachen, dass ich nicht so weiterleben darf wie bisher. Ich darf nicht so weitergehen. Und ja, da habe ich mich einfach entschieden,
endlich zu kündigen. Nach 5 oder 6 Jahren darüber nachdenken, habe ich gedacht, nein, das Leben ist zu kurz, ich mache das jetzt. Und ich hatte irgendwie, und das kennen vielleicht andere, die Menschen verloren haben, ich habe wie das Gefühl gehabt, ich muss glücklicher werden. Ich muss für die anderen, die nicht mehr hier da sind, ich muss so doppelt und dreifach wirklich volle Pulle leben. Und das war die Auslöser, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und für mich war es viel mehr eine Weg-von-Motivation am Anfang, als eine Hin-zu-Motivation. Also es ist nicht so, dass ich mein Leben lang gesagt habe, ich möchte unbedingt selbstständig sein. Ich hatte schon die Idee gehabt, dass es was für mich was sein könnte, aber es war dieser Weg von, aus die Agentur in ein neues Leben. Ja, es ist mal schon erstaunlich, ne, dass wir oft eine Krise brauchen. Jetzt hast du natürlich heftig auch gleich hintereinander einiges erlebt. Ja. Aber mir ging es ja ähnlich. Ich hatte ja auch einen Burnout vor über 4 Jahren. Und ich finde es einfach schade, dass wir wirklich manchmal, oder die meisten Menschen, glaube ich, wirklich eine Krise brauchen, um endlich mal den Schritt zu tun und mal aufzuwachen, wie du so schön sagst. Ja? Ja. Für mich war es auch wirklich ein Aufwachen nach dem Burnout, zu sagen, es ist das, was du wirklich noch leben willst. Oder es ist jetzt klares Zeichen, im Leben eine andere Richtung zu geben. Ne? Ja, das ist so. Und das Verrückte ist, ich habe genügend Signale über die vielen Jahre gehabt, dass es... das, was so Neues kommen muss. Also ist es nicht so, als ich hätte diese Schicksalsschläge wahrscheinlich gar nicht gebraucht in dem Sinn, weil auch viele andere kleinere Signale da waren in einer Kette über Jahre. Aber ich habe die einfach ignoriert. Ich wollte sie nicht haben. Muss ich bestätigen, ging mir ähnlich. Also ich habe bestimmt auch über 10 Jahre, jetzt bin ich etwas älter vielleicht schon als du, haben wir uns noch nicht ausgetauscht, aber bei mir war es mit Sicherheit auch eine Kette über 10 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre, wo ich immer wieder auch Zeichen bekommen habe. Und es heißt ja auch so schön, ne, das Leben zeigt uns immer mehr die Keule, wenn wir bei den ersten Anzeichen nicht drauf hören. Mhm. Und ich habe es so erlebt, du hast so erlebt. Und ich kenne auch viele Klienten, weil ich auch schwerpunktmäßig auch mit Burnout-Klienten arbeite, ja, die wieder zurück in ein erfülltes Leben möchten. Ja. Kenne ich das genauso ähnlich. Ne? Es ist manchmal schon erstaunlich, was man im Nachhinein so entdeckt, ne, wenn man mal zurückblickt. Ja, definitiv. Was alles an Lektionen schon da gewesen waren und Signale, gell? Ja. Genau. Das ist so. Wie ging es dir dann mit der getroffenen Entscheidung, als du dann im Online-Business selbstständig warst? Wie ist es dir da gegangen, so der Einstieg? Also, der Einstieg war nicht leicht. Also, zuerst mal war ich, als ich aus dem alten Leben gekommen bin, überhaupt nicht wusste, was jetzt. Ja, es ist nicht so, dass ich ein klares Vorstellungsbild hatte, das ist mein neues Online-Business und das werde ich machen. Das war nicht so von heute auf morgen. Das war ein Prozess, was über Monate, wenn nicht über Jahre gegangen ist. Und der erste Schritt war überhaupt, okay, ich bin nicht mehr strategischer Planer in der Agentur. Was bin ich dann? Ich hatte eine sehr hohe Identifikation mit diesem Beruf, was mir gar nicht klar gewesen ist. Und nicht nur hatte ich diese Identifikation mit diesem Beruf, sondern es war interessant, weil mein ganzes Umfeld hat mich auf eine gewisse Weise wahrgenommen. Meine Freunde, meine Familie, sogar mein Mann. Und ich kann mich erinnern, wie ich ausgestiegen bin. Ich habe erstmal ein paar Monate gebraucht, wo ich nichts tue. Ich bin auch auf eine Reise nach USA gegangen, alleine, ohne meinen Mann, um einfach zu mir zurückzufinden. Und als ich zurückkam, war ich irgendwie innerlich so an einem friedlichen Ort und ich war glücklich, ein paar Wochen zu Hause zu bleiben, und plötzlich kamen Beziehungsprobleme auf, weil mein Mann fand auf einmal, ich bin sehr häuslich, wo sind meine Ziele geblieben, wo ist diese spannende, zielstrebige Frau, die er hatte. Plötzlich war ich für ihn wie eine langweilige Hausfrau-Tante, keine Ahnung, keine Ahnung. Und überhaupt, also das war so diese Anfangsphase. Und es ging dann über in die Ausbildung. Dann bin ich nach Wien und habe meine Coaching- und Training-Ausbildung gemacht. 2 Jahre, Masterstudiengang.
Und ich war natürlich auf Höhenflug, weil ich hatte keine Verantwortung. Ich musste nur lernen und mich mit diesen tollen Themen beschäftigen, die ich hatte, oder? War so schön. Die schönste Zeit meines Lebens, wirklich. Und immer nach Wien bin ich geflogen und tolle Menschen getroffen, die auch mit Persönlichkeitsentwicklung sich beschäftigt haben. Aber immer im Hinterkopf so, oh Gott, das kostet so viel Geld. Ich glaube, ich habe 30.000 Euro insgesamt für die gesamten Ausbildung, Reisen und so weiter. Wie kriege ich das wieder rein? Mein Mann immer so, was, wie wirst du daraus sein? Wie wirst du das zurückverdienen? So ungefähr. Und ja, das war ein Entwicklungsprozess. Das war ein sehr langer Entwicklungsprozess. Es ist nicht über Nacht gegangen, dieser Weg zu dem Online-Business, was ich heute habe. Du hast zwei ganz wichtige Aspekte erwähnt. Einmal, dass ganz wichtig ist, dass ich erstmal wieder bei mir selbst ankomme. Ja, das ging mir ähnlich, ne? Das ist ja auch ein großer Schritt. Für dich war es der Schritt von der Angestellten in die Selbstständigkeit. Für mich war es der Schritt eben der Entscheidung, das will ich jetzt nicht mehr, ne? Haus aufgeben, Unternehmen aufgeben, downshiften, ganz was anderes zu machen, sage ich mal einfach so. Ja, und ich denke, das ist auch ganz normal, dass das auch erstmal ein Prozess ist, wo ich mich selbst finden muss. Ne? Das ist dir ja auch ähnlich ergangen. Ne? Ja, es ist so, ja. Das Zweite, was ich ganz wichtig finde, auch, dass ich auch investieren muss. Das Wort muss kommt mir immer sehr häufig über Lippen, aber letztendlich ist es für mich dann Weiterentwicklung, Ausbildung eher eine Investition in dem Sinne. Es sind für mich keine Kosten, sondern Investitionen in meine persönliche Weiterentwicklung und in die berufliche Weiterentwicklung. Ne? Ja, Die ist für definitiv. mich eigentlich auch normal. Die ist total wichtig. Und ich meine, ich habe gerade über die finanzielle Investition geredet, aber es gab auch so viele andere Investitionen. Ich hatte sehr große Angst. Ich habe nicht gewusst, bin ich überhaupt als Unternehmerin geschaffen? Ich habe erstmal viel Zeit investieren müssen, viele Niederschläge auch einstecken müssen und immer wieder aufstehen müssen. Also diese zeitliche und emotionale Investition Ja. war auch in der Zeit sehr hoch. Sie war sehr hoch, aber lohnenswert. Ja, was du eben angesprochen hast, es gehört natürlich auch Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit dazu. Ja, Ne? ja. Es ist nicht eben Schalter umlegen, wir machen gleich erfolgreich auf der anderen Seite weiter. Das ist Ja. vielleicht ganz wichtig für die Zuhörer, dass wir uns gut vorbereiten auf den Schritt und dass es auch ein Lernen ist, ein Prozess, in dem ich mich weiterentwickle und dazulerne, dass eben auch Fehler dazugehören, aus denen ich lerne und auch Höhen und Tiefen dazugehören. Ne? Definitiv. Und du wirst dich, oder also ich kann nur für mich sprechen, aber auch ich erlebe es auch bei meinen Kunden, ja, aber du wirst Seiten von dir entdecken, dunkle Seiten, die du nicht wusstest, die du hast, helle Seiten, die du hast, die du nicht wusstest, dass du hast. Du wirst dich auf eine wahnsinnige Art und Weise begegnen, wenn du diese Reise auf dich, Ja. also dich auf diese Reise begibst. Ja, für mich ist es auch wirklich eine Reise. Ja. Ja. Ich habe gerade Folien für ein Webinar fertig gemacht und habe das wirklich als Weltreise, als ne, das Schiff vom Trockendock bis ich das Ziel erreicht habe, ja, Ja. dargestellt. Das fand ich so wunderschön, weil es für mich auch eben in dem Moment kam, es ist eine Reise. Ne? Und auch eine Reise hat einmal Schlechtwetterperioden, ne, durch die ich durch muss. Das gehört halt einfach zum Leben für mich dazu. Ja, Ne? so ist das definitiv. Die Hindernisse hast du auch schon angesprochen, wie du dabei zu überwinden hattest. Was hat dir dabei geholfen, diese Hindernisse zu überwinden? Welche Ressourcen Ja, was hat oder? mir geholfen? Also, zum einen vielleicht die innere Einstellung. Also, ich weiß, in deinem Podcast geht es um Lebe deinen Traum. Also, das heißt, für deine Zuhörer gerade könnten es irgendwelche Träume sein. Für mich war es diesen Traum, der nicht der Selbstständigkeit so sehr wie die Freiheit, die Selbstständigkeit bringt. Ja, ich wollte vom überall aus arbeiten können, mit meinem Online-Geschäft und an verschiedenen Orten sein. Und ich habe immer in meinem Hinterkopf gehabt, wenn ich das nicht probiere, werde ich es nie wissen. Und jedes Mal, wenn ich an das Aufgeben gedacht habe, habe ich immer gedacht, nein, wenn du den nächsten Schritt nicht gehst, wirst du nicht wissen,
ob das geklappt hätte. Also diese ständige Gedanken in meinem Kopf und irgendwo die Idee, ja, vielleicht kannst es sein, dass du auf dem Weg versagst, aber tu so weiter, so weiter, so weiter, bis du es dir wirklich bewiesen wirst, dass du es kannst oder dass du es nicht kannst. Und dieser Gedanke hat mir sehr geholfen. Natürlich, jetzt habe ich gerade an eine Sache zurückgedacht. Ich wollte gerade sagen, ja, natürlich hat mein Mann mir geholfen, aber das ist nicht ganz, ganz, ganz so der Wahrheit entsprechend. Heute steht er voll und ganz hinter meiner Selbstständigkeit, hinter meinem Unternehmen und er sieht, was ich tue und wie gut ich das mache und wie freudig ich das mache und welche Auswirkungen es auf anderen hat, positive Auswirkungen. Damals hat er nur gesehen, dass ich viel investiere an Zeit, dass dabei wenig rauskommt und dass ich sehr viel heule. Er ist zwar auch selbstständig, aber auf eine andere Art und Weise. Er nimmt eher so 2-3 Jahresprojekte an. Und in der Zeit habe ich ihm noch nicht bewiesen, dass ich das wirklich kann und dass ich das auf der Beine habe. Er hat sich sehr schwer getan, mich zu unterstützen. Und da war es von unermesslichem Wert, mich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zu umgeben, die in einer ähnlichen Phase sind und dass ich mich mit denen austauschen kann und dass sie mich unterstützen. Ich kann mich ganz genau erinnern. Und es war von unermesslichem Wert, einfach einen guten Coach zu haben in der Zeit. Ich habe eigentlich, seitdem ich mein Business angefangen habe, jedes Jahr einen Coach oder einen Mentor genommen dazu, die mich dabei unterstützt, weil es wäre sonst zu einsam gewesen, zu schwer alleine gewesen. Das finde ich, sind vielleicht die wichtigsten Faktoren gewesen. Ich finde auch, was du angesprochen hast, aus meiner Sicht ist mal ganz normal, wenn ich mich als Partner, ne, auch verändere in der Persönlichkeitsentwicklung beruflich, ne, ganz andere Schwerpunkte setze, dass der Partner auch erstmal damit klarkommen muss, ne? Dass wir entwickeln uns jetzt auf einmal in eine Richtung, wo wir 20 Jahre vielleicht oder 10 Jahre ganz anders zusammengelebt haben. Und das ist auch für den Partner ein Lernprozess. Aber es ist auch wichtig, das zu wissen, ja. Ne? Und das mit zu berücksichtigen. Ja? Und Und ich, sag nur. das Zweite, was ich halt eben auch sehr spannend finde und auch wichtig finde, den Weg nicht allein durchzustehen, dass man sich wirklich auch Austausch sucht, Gleichgesinnte sucht, mit denen man wirklich auch Synergieeffekte hat. Es muss ja auch nicht sein, dass man alles alleine machen ne? muss, das sage ich so, wie es mal wirklich, sondern dass man sich wirklich auch Austausch und Unterstützung sucht. Das finde ich so wertvoll. Ich bin ja auch gerade erst dabei, seit einem halben Jahr ins Online-Business mit dem Coaching einzusteigen. Und ich finde es einfach wertvoll und hätte mir das auch so gar nicht so toll vorgestellt, muss ich sagen, was da an Synergien herauskommt und gegenseitige Unterstützung, obwohl es online stattfindet. Ne? Manche in meinem Umfeld sagen, ach, online, das kann doch gar nicht funktionieren. Du musst doch die Leute persönlich kennenlernen. Ich sage, ich habe so viele nette Leute kennengelernt, die habe ich noch nie persönlich gesehen, aber da ist so eine Beziehung entstanden. Das ist einfach Wahnsinn. Hätte ich mir so auch nicht vorgestellt. Es ist so verrückt. Ja, ich habe so tolle bekannten Freunde, enge Freunde mittlerweile oder einfach tolle Menschen weltweit, weil das ist das Verrückte an diesem Online-Geschäft, gell? Also meine Sparringspartnerin in Schweden oder ich habe jetzt eine tägliche Accountability-Partnerin in Berlin und ich sitze hier ja, mal in Eppstein, mal in der Schweiz, mal in Italien, je nachdem, wo ich gerade bin und du lernst so viele tolle Leute kennen, das ist wirklich wahr. Und die Brené Brown, ich weiß nicht, ob du ihre Bücher gelesen hast, Iris. Sie hat viele Bücher geschrieben. Eins meiner Lieblingsbücher von ihr heißt Daring Greatly, also es groß wagen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wird, das müsste man nachschauen. Aber sie hat dieses Metapher der Arena, und zwar aus dem Römischen, weißt du noch, die Gladiatoren sind in diesen Arena gestiegen. Und sie haben gekämpft, blutig gekämpft und es gab die ganzen Zuschauer in den Tribünen. Und was Brené Brown sagt ist, umgib dich mit den anderen Leuten, die auch in der Arena sind. Das heißt, wenn du versuchst, dich bei der Verwirklichung deines Lebenstraumes mit den Leuten in den Tribünen zu unterhalten, die dich gerade nur lediglich zuschauen und nicht selber sich schweiß und blutig machen, das ist nicht die gleiche
Qualität von Austausch. Und diese ganzen Menschen auf der Welt, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind Menschen, die auch in der Arena sind. Das sind auch Menschen, die selbstständig sind, die sich ein Online-Business gewidmet haben und so was. Sie wissen, was ich durchmache und wie es mir dabei ergeht. Und ich kann darauf vertrauen, auf ihr Feedback und ihr Rat deswegen. Ja, das ist eben das Schöne, dass sie ja auch Ähnliches wie wir selbst durchmachen, in Anführungsstrichen, die Höhen und Tiefen, und da ein ganz anderes Verständnis da ist. Ne? Ja, Dass man da über genau. ganz andere Themen reden kann als von dem Partner oder dem Freundeskreis, Ja. die vielleicht gar nicht verstehen, welche Themen einen gerade bewegen. Ne? Ja, total. Ja. Jetzt hast du ja auch schon einiges von dir erzählt, finde ich schon ganz toll. Kannst du vielleicht mal konkret machen, welche Schritte du im Einzelnen gegangen bist? Das muss gar nicht so detailliert sein, du hast schon viel erzählt, aber wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Das würde mich auch noch mal kurz interessieren. Oh, wie. Eins, zwei, drei Schritte. Wie bin ich da hingekommen? Also ich versuche das auf einer globalen Ebene zu machen. Die erste Phase war dieses Orientieren, was ist der nächste Schritt, nachdem ich aus dem Angestellten-Dasein aussteige. Also was ist die Richtung? Das war die Ausbildung. Das war Schritt eins, ja? Mich kompetent machen für einen neuen Weg. Der nächste Schritt war eine sehr große Experimentierphase. Ich habe einfach begonnen, Dinge ins Leben zu rufen, Projekte, Marketingaktivitäten, Angebote, einfach ausprobieren. Also ohne den Anspruch, exakt zu wissen am Anfang, wen ich diene, was ist mein Ding, ist einfach erstmal meinem Herzen folgen. Um Indizien zu sammeln, was mein wirkliches Geschäft werden kann. Und das ist irgendwie so dieser Zwischengang wahrscheinlich zwischen der Dream-Up-Phase und der Start-Up-Phase. Und das ist etwas, was viele überspringen wollen. Sie wollen direkt von, ich möchte mich selbstständig machen, in die Start-Up-Phase machen. Und sie vergessen diese Dream-Up-Phase, wo die experimentieren dürfen. Ja, Und kann ich bestätigen. das würde ich empfehlen, dass du diesen, also wenn es für dich auch geht, also ich konnte das machen, weil mein Mann hat auch Geld verdient, ich habe Geld angespart von meinen vielen Jahren, also ich war nicht in einer existenziell bedrohenden Situation, ich durfte diese Dream-Up-Phase auskosten. Die nächste Phase ist die wirkliche Start-Up-Phase und das ist die Phase, wo ich lernen musste, wie ein funktionierendes Geschäft aussieht. Was sind die Schritte, die notwendig sind, um wirklich jeden Monat Geld einzunehmen und jeden Monat Kunden zu bedienen, jeden Monat Marketing zu betreiben. Also ich musste das lernen als nächstes. Und auf dem Weg, immer im Parallel, musste ich immer an mein inneres Spiel arbeiten. Ja? Also immer stärker werden im Inneren, immer stärker werden im Inneren. Und der nächste Schritt war einfach dieses Hebel dein Geschäft. Also wie kannst du mit Team, mit Systemen, mit Prozessen wachsen. Und das ist einfach da, wo ich hingekommen bin. Das waren vielleicht einfach die Schritte und es werden nächste Schritte geben. Aber in diesem Verlauf, dieses Schritt für Schritt. Ja. Spannend. Kannst du aber genauso bestätigen. Ich habe also auch erst experimentiert. Ich bin ja jetzt nicht so wie du von Angestellten in Selbstständigkeit, aber auch wenn du komplett den Beruf änderst, natürlich habe ich meinen Background gehabt als Coach, Berater und so weiter. Ja. Aber es ist schon wieder ein Sprung, sage ich mal, ein Unternehmen zu führen mit über 13 Mitarbeitern oder jetzt wieder ganz alleine in einem anderen Geschäftsfeld. Das war schon tätig zu sein. Und genauso wie es du beschrieben hast, ich wollte auch experimentieren, ich wollte genau herausfinden, was mich für die nächsten, sage ich mal, nächste Jahr, Lebenshälfte erfüllt. Deswegen war mir das Experimentieren auch wichtig, weil ich wollte auch wirklich wissen oder den Schritt gehen in die Richtung, was ich dann wirklich in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal, einfach so aufbauen Ja, ja, würde wollen. Ne? ja. Letztendlich auch meinen Traum zu finden, meinen Traum zu leben, das, was mich vom Herzen herausführt, das war mir schon wichtig. Deswegen kann ich das so bestätigen. Und natürlich ist es auch gerade, wenn man neu in der Selbstständigkeit ist, wichtig, dass man das Unternehmerische, die Kompetenz dazu auch aufbaut. Ist für mich genauso wichtig, als nur der Vision zu folgen. Denn letztendlich,
müssen wir trotzdem davon leben und das wirtschaftlich auch auf eine gesunde Basis stellen. Ja, Und und ich das sollte denke, ich meine, ich weiß nicht, was für Träume deine Zuschauer haben, ob die alle sich selbstständig machen wollen oder vollkommen was anderes, aber ich denke, egal was deine neue Vision ist, die wird auch mit sich Kompetenzen benötigen, neue Fähigkeiten, die du noch nicht hast, die es dann gilt, dir anzueignen. Das ist definitiv so, ja. Genau. Aber auch das ist ja ein Prozess. Ich finde, dabei ist auch wichtig, nicht zu sagen, ich kann erst dann und dann starten, wenn ich die und die Kompetenz habe, sondern auf dem Weg auch zu lernen. Ne, Ja. das finde ich ganz wichtig. Ja, definitiv. Und auch dir, auch dabei, dir trotzdem die Zeit geben. Also was, wenn ich eine Botschaft hätte an alles, wäre, hey, das alles ist ein Weg, es ist ein Prozess. Also viele denken, das ist ein Ding, was man einfach abhakt. Ja, also das ist meine Zielgruppe, hack. Das ist meine unternehmerische Kompetenz, haken dran, ja, setzen. Wenn es so leicht wäre, ja, es ist nicht so leicht, es ist aber schön. Du darfst dir Zeit nehmen, du darfst das als Prozess und als Reise genießen und sehen. Das ist nämlich, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass es wirklich ein Prozess ist und dass man nicht glaubt, man macht einen Schritt, hakt dem ab, geht den nächsten, sondern auch innerhalb der Schritte, wie du auch sagst, zum Beispiel Positionierung oder das, was ich tue, das kann sich im nächsten Jahr schon wieder eine Korrektur kann sich ergeben und dann schlage ich eine andere Richtung ein. Ne? Und da wäre Total. eigentlich auch falsch, so blind sich, ne, so kampfmäßig auf das Neue zu fixieren, sondern auch zu gucken, was entsteht auf dem Weg, welche Möglichkeiten ergeben sich. Ne, und da auch flexibel zu sein, das ist für mich auch ganz wichtig dabei. Total. Und auch Mut zur Kurskorrektur. Einfach Mut zur Kurskorrektur. Die ganze Zeit, fortwährend. Ja, Genau. genau. Eine spannende Frage habe ich noch an dich, Shalia, und zwar, was bedeutet für dich, deinem Herzen zu folgen, deinen Traum zu leben? Puh, was bedeutet, mein Herz zu folgen? Das ist eine gute Frage, Iris. Auch das Emotionale ist mir auch sehr wichtig. Was gewinnst du dadurch? Ja. Also mein Herz zu folgen. Also ich denke, es geht darum, innezuhalten und zu überlegen, was will ich für ein Leben überhaupt haben? Ja, was ist mir wichtig? Und ich bin jetzt gerade wieder dabei, in mein Herz hineinzuhören, weil das nächste Jahr 2016 steht an. Und es sind so Fragen, die ich mir stelle, wie soll meine Beziehung nächstes Jahr sein zu meinem Mann beispielsweise? Mein Herz sagt mir, ich möchte ihm nicht nur ihm nah sein, das sind wir schon, aber sondern ich möchte mehr präsent für ihn sein nächstes Jahr, als ich dieses Jahr war. Das ist mir eine ganz wichtige Herzangelegenheit. Es sind so Fragen wie soll es mir gehen mit meiner Gesundheit, mit meiner Bewegung. Du weißt, du kennst von mir, Iris, ich mache jeden Morgen einen Spaziergang in der frischen Luft. Gestern habe ich sogar morgens und abends das gemacht. Mein Herz sagt mir, dass es für mich extrem wichtig ist, da diese Bewegungsdrang nachzugehen, diese Zeit zu haben für mich. Also wird also nächstes Jahr mein Herz zu folgen, heißt Zeit dafür einzuplanen, die nur mir gehört, wo ich das auch erfüllen kann, dieses Bedürfnis, was ich habe. Und für mich ist es einfach, es entsteht in diese ganz sehr kleinen Bedürfnisse und diese wichtigen Fragen, die zusammenkommen als ein Gesamtes. Das ist für mich mein Herz zu folgen, mit mir in Kontakt zu sein, zu wissen, was mir wichtig ist und was ich brauche und mein Leben so zu gestalten, vorauszuplanen in meinem Fall, weil ich bin einfach ein Strukturmensch, das ist mein Ding. Ich plane nächstes Jahr jetzt schon komplett. Aber dann schaffe ich mir diese Dinge, dass es so entsteht, wie ich mir das wünsche. Und was es mir gibt, ist einfach total viel Glück und Zufriedenheit und Freude und Energie. Das ist das, was es mir gibt, wenn ich meine Herzensangelegenheiten auch wahrnehme, ernst nehme, berücksichtige und nachgehe. Da wünsche ich dir auch viel, viel davon in 2016, das schon mal vorab. Ich auch. Success. Ja. Ja.
Der Jahreswechsel ist ja auch immer wieder so eine Phase, wo man dann nochmal reflektiert und guckt, wie soll das nächste Jahr aussehen. Ne? Als Unternehmen plant man ja sowieso, ne? Was möchte ich für Umsatz machen, aber ich finde auch ganz wichtig, was möchte ich für mich auch emotional, was möchte ich mir an Freiraum und so weiter gönnen. Nicht nur auf das Wirtschaftliche zu schauen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn ich meinen Traum leben möchte, meinem Herzen folgen möchte. Definitiv. Kannst du vielleicht abschließend, vielleicht zusammenfassend nochmal, die Menschen, die uns zuhören, ein paar Schritte auf den Weg geben, was sie halt für sich tun können, wenn sie sich jetzt trauen wollen, wenn sie entscheiden wollen, diesen Weg zu gehen. Was kannst du denen noch mit auf den Weg geben, zusammenfassend, ganz kurz und knapp? Ja, also ich denke, vielleicht, wenn du gerade dabei bist, zu zögern, diesen Weg zu gehen, wie ich es war, über vielen, vielen Jahren hinweg. Ich hatte wie Scheuklappen, blinde Flecken, wie auch immer man das nennen möchte. Ich konnte die anderen Möglichkeiten, die für mich da waren, nicht sehen. Ich habe mich verhakt in, es geht nur diesen Weg weiter nach vorne, und ich habe alle anderen Millionen Möglichkeiten ausgeblendet. Und wenn du gerade darin steckst, wäre mein Tipp, dass du genau das Gegenteil machst von dem, was dein Drang dir sagt. Dein Drang dir sagt dir einfach, behalte die Scheuklappen an, mach weiter, was du bisher gemacht hast. Aber du wirst keine neuen Ergebnisse bekommen, wenn du das Gleiche machst, was du immer gemacht hast. Das heißt, tu etwas anders, und tu es bitte, bevor ein Schicksalsschlag kommen muss, um dich zu erwachen. Mach einen verlängerten Urlaub, wo du zu dir kommst. Mach eine Ausbildung. I don't know. Also einfach, was ist das Gegenteil von dem, was du bisher machst? Mach das, um dich einfach weg, ein bisschen weg zu rütteln von dieser Blockade, die du hast. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und dann danke ich dir wirklich für Shalia, weil jetzt könnte ja vorkommen, den Schritt solltest du gehen. Aber ich finde, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt auch für unsere Zuhörer, weil das ist ja meistens das Hauptproblem. Ja, erstmal diesen Schritt zu gehen, sich den Mut zu haben überhaupt. Und was ich auch jetzt ganz wichtig fand, das fand ich auch jetzt ganz toll, dass man wirklich weit guckt und nicht so eng. Ja, Ja. dass man auch. Und dass ich selber auch gar nicht in Frage stelle, kann ich das überhaupt, ne? Ja. Sondern erstmal zu schauen, was will ich wirklich, bevor ich dann gucke, was kann ich. Das ist für mich auch so eine Maßnahme, die ich versuche, mir immer auch selber hinzulegen, beziehungsweise auch meinen Klienten nahezubringen. Weil sonst schränke ich mich schon überall, alles geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das kenne ich auch zu Genüge, sage ich mal, Ja. aus Gesprächen aus meinem Leben, aus meinem beruflichen Leben, sage ich mal einfach so. Das heißt, statt erstmal zu schauen, was will ich? Und dann im zweiten Schritt zu gucken, was kann ich dafür tun, damit ich das erreiche? Und Ja. nicht gleich Nein, Nein, Nein zu sagen, Ja. ist als unmöglich zu sehen. Ne? Ja, und vielleicht noch eine Sache, die ist mir dabei gerade Ja. aufgekommen. Ich habe gerade zurückgedacht zu dieser Zeit, als ich den Sprung gewagt habe und diese Ausbildung gegangen bin. Ich habe mich plötzlich umgeben mit anderen Menschen aus anderen Berufsfeldern. Das ist vielleicht auch noch was Ja, das Wichtiges. ist wichtig. Ja, Ich super. habe mich über Jahre immer nur abgegeben mit anderen Menschen in Agenturen. Oder andere Kreativen oder andere Leute aus Marketingabteilungen in Unternehmen. Die ganze Zeit immer die gleichen Leute. Und es ist doch klar, dass du keine neuen Impulse bekommst, wenn du dich nur mit den gleichen Leuten in deiner Branche, in deinem alten getrampelten Pfad halt umgibst. Das hat nichts mit den Menschen zu tun, die sind nicht schlecht. Aber das wäre auch vielleicht eine Sache, überlege, wie kannst du in Kontakt kommen mit ganz anderen Menschen, als du bisher es tust. Das wäre vielleicht auch was. Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Tipp, weil du hast ja vollkommen recht, weil wenn ich immer die gleichen Gespräche führe und immer die gleichen Meinungen höre, wie soll sich da bei mir auch etwas verändern? Beziehungsweise die Gefahr ist ja auch groß, wenn ich jetzt sage, ich möchte gern die Richtung Ja. gehen, dass entweder die Leute sagen, wie bist du verrückt, und vor allem gerade die Sicherheit ja auch loslassen, ne, wenn ich jetzt was ganz anderes machen möchte. Und zum anderen auch kann es durchaus auch sein, dass sie versuchen, mir das auszureden, weil sie sich selber nicht trauen und auch neidisch sind, dass ich mich jetzt traue, es zu tun. Ja, oder sie sind selber in den gleichen Scheuklappen unterwegs. Dass Genau. also ich habe viele Leute in der Zeit gekannt, die auch raus wollten und sich nicht getraut haben. Und wir haben uns irgendwie so gegenseitig negativ beeinflusst, weil wir alle in dieser Angst gemeinsam gesteckt sind, da uns da rauszuwagen, irgendwie diesen Schritt.
Ja, man findet ja auch dann tausend Gründe, warum es nicht geht. Ne? Und vor allem, wenn man sich gegenseitig noch bestärkt. Ist ja genau das, was wir gesagt haben. Wenn ich mich auf der anderen Seite mit Menschen umgebe, die mich fördern, mit denen ich vorwärts komme, ist natürlich umgekehrt genauso. Wenn ich mich einschränke mit meinem Umfeld, dann kann da auch genauso nicht was Positives, was Wachstummäßiges herauskommen. Ne? Das heißt, es ist ein ganz toller Tipp nochmal zum Ende hin, sich auch mit den Menschen zu umgeben und auch das Umfeld vielleicht auch, sich mal auf Reisen zu begeben oder Umgebung zu suchen, wo dieses kreative Umfeld, dieses weite Feld auch einfach da ist, um sich ausprobieren zu können. Ne? Du kannst Definitiv. ja auch erstmal während der Angestellten-Tätigkeit tun. Muss ja gar nicht sein, dass ich sofort ins kalte Wasser springe. Definitiv. Und auch dich nicht betäuben. Das ist das. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, Iris, aber ich habe mich total mit Beschäftigung betäubt. Ich habe einfach immer mehr gemacht und gemacht und eigentlich um diese innere Stimme, die mich die nach einer Veränderung gesehnt hat, um sie auszublenden. Wenn ich nur noch mehr beschäftigt bin, dann Ja. müsst da nicht hinhören, diese Das ist auch Betäubung. so ein natürlicher Verdrängungsprozess, den habe ich auch schon öfter gehört. Und ich habe es ja letztendlich auch so gemacht. Gerade der Burnout ist ja der Hintergrund, dass man immer mehr Arbeit, immer mehr tut, aber auch aus dem Thema, weil man sich eben nicht mehr so konzentrieren kann und einfach mehr Zeit braucht, um die gleiche Leistung noch zu erbringen. Man merkt es halt nur leider nicht. Aber letztendlich ist es wirklich, und wie gesagt, ich habe es auch schon von anderen Menschen irgendwie austauscht, oder ich beobachte es auch, ne, von Menschen und im Freundeskreis auch, die ich kenne, wo genau dieser Effekt gerade da ist, wo ich sage, ich bin mir fast sicher, derjenige arbeitet so viel, weil er weiß, wenn er innehält, dann würde er das Ganze in Frage stellen, was er da gerade tut. Ne? Ja, das. Deswegen bin ich da auch tausendprozentig bei dir, dass das ein Grund mit ist, wenn ich sehr viel arbeite und immer so Workaholic-mäßig unterwegs bin, sollte ich wirklich mal innehalten, liegt es einfach daran, weil ich es überspiele und gar nicht zum Infragestellen kommen möchte. Ne? Ja. Diese Verdrängungsstrategie ist ganz, ganz stark. Absolut. Wir haben ja Angst vor Neuem manchmal. Genau. Das ist Das ist das, ja jetzt ja. auch was ganz Natürliches, da auch gar nicht erschrecken. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Ja. das Neue macht uns erstmal Angst, weil es wirkt ja erstmal unsicher. Ja. Das ist auch ganz normal, das kenne ich im Coaching oder im Change Management ja auch. Das Neue macht erstmal Angst und auch wenn das Gewohnte gar nicht das ist, was ich möchte, wenn es mir unzufrieden macht, aber es bringt mir Sicherheit. Ja? Und der Mensch Ja. ist mal so gestrickt, das ist, glaube ich, sogar evolutionär, dass wir sicherheitsbedacht sind, weil früher waren Definitiv. die. Vor 10.000 Jahren die Gefahren viel größer. Da war Ja. Sicherheitsdenken auch sehr wichtig. Ja, natürlich. Also den Teufel, den wir kennen, ist uns einfach lieber, gell? Genau. Ja. Ah, super schön. Jalia, dann kommen wir zum Ende des Interviews. Ich fand es unheimlich toll, dass wir auch so natürlich einfach über die Geschehnisse reden konnten. Ich glaube, du hast den Menschen auch sehr viel mitgegeben. Aber ich finde es einfach auch schön, diese Interviews zu führen, weil ich denke, da können die Menschen so viel mitnehmen, die sich auf den Weg begeben möchten. Und das wünsche ich halt auch jedem, der zuhört, sich einfach den Mut zu nehmen. Möchtest du noch abschließend ein, zwei Sätze sagen? Ja, ich sage auch, ich schließe mich an. Ich wünsche deinen Zuhörern von Herzen alles Liebe, Schöne und Gute und ganz viel Mut für das in sich hören und ihrem Herz folgen. Ja. Dann danke ich dir recht herzlich, Shalia, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir sehen uns bestimmt. Danke, Iris. Dankeschön. Danke, dass du mich eingeladen hast. Tschüss. Tschüss.